So, ich würde gern mit euch heute so einen heißen Draht bauen. Ich werde euch das grobe Prinzip erklären und ihr dürft dann daheim selber nachbauen. So ein heißer Draht ist ja so der Knaller oder der Renner. Natürlich auf Kindergeburtstagen, in der Schule, aber auch in der Jungschar kann man sowas durchaus nachbauen. Beginnen tut es mit einer Grundplatte, gar keine Frage, auf die später dann alles gebaut wird. Ich nenne jetzt keine Maße, denn wie groß das Ganze wird, das ist euch überlassen, das ist in jeglicher Größe zu bauen. Ich möchte euch nur das Prinzip erklären. Logisch ist auch, dass es auf jeder Seite zwei Pfosten braucht oder zwei Befestigungen, an der nachher der Draht befestigt wird. Und hier kommt er auch schon, der heiße Draht, ein Kupferdraht. Natürlich, je größer der Durchmesser, desto stabiler ist er nachher. Es geht mit dem 1,5 Quadrat, allerdings ist es sehr lommelig und 4 Quadrat ist so das Ideale. Der ist sehr stabil, aber ist noch sehr gut zu verarbeiten. Dann seht ihr hier, dass ich an den Kupferdraht hier bereits ein Kabel hingemacht habe, das hier runterführt. Also an diesen Kupferdraht ein Kabel hinmachen, das dann hier runterführt. Als nächstes folgt dann schon die Batterie und wir sehen hier, dass die Batterie, ich habe hier blau und rot genommen, also die Batterie bekommt einen Anschluss hier und dieser Anschluss führt direkt zum heißen Draht. Im nächsten Schritt habe ich hier einen Schalter reingebaut. Muss man nicht unbedingt machen, aber es ist ganz geschickt, denn man kann ihn ausschalten und muss dann irgendwie immer die Batterie wegklemmen. Also vom Draht zur Batterie. Von der Batterie geht es dann natürlich zuerst zum Schalter, der alles ausschaltet. Und vom Schalter geht es dann ein Stück rüber zum Summer. Das hier ist eine Parallelschaltung. Parallelschaltung bedeutet, dass das Summer und Lampe ihren eigenen Stromkreis haben, hat den Vorteil, dass überall die gleiche Spannung anliegt. Ich muss da nichts hin und her rechnen. Funktioniert gut. Einwandfreie Sache. Also vom Schalter geht es zum Summer. Hier habe ich einen Reißnagel genommen, wo alles dann drauf gelötet wird. Als nächstes folgt die Lampe. Und hier sehen wir sehr gut die Schaltung. Ich komme vom Schalter. Meine Spannung verteilt sich hier auf den Summer, verteilt sich hier auf die E10-Fassung, so nennt sich die Birnengröße. Ich habe mir erspart, eine Birne zu machen. Hier gehört nochmals eine Birne rein. Den anderen Pol, die kann man beide zusammenlegen. Ich habe mir, um hier ein bisschen zu sparen, habe ich das Kabel vom Summer habe ich direkt hier auf die E10-Fassung gelötet. Kann man natürlich auch mit dem Kabel hierher legen und hier noch eine Lötstelle einführen oder einfügen, noch mit einem Reißnagel. Dann geht es eigentlich auch schon weiter. Und zwar mit einem nächsten Kabel. Dieses Kabel hier habe ich jetzt zwar so gezeichnet, das sollte aber hier irgendwo noch befestigt werden mit einer Schraube oder mit einem Nagel. Und denn an dieses Kabel hier kommt später die Öse dran, nämlich diese Öse hier. So sieht das Ganze dann nämlich aus. Das Spiel ist ja, dass man dieses Ding hier, diese Öse hier entlang führt, ohne zu berühren. Und wenn man berührt, dann pfeift es. Also hier befestigt, geht hier durch den Holzgriff durch, habe ich durchgebohrt. Kann man natürlich auch hier oben entlang legen und dann da oben festlöten. Damit ist der Stromkreis geschlossen. Beginnt also hier bei der Batterie durch den Schalter zum Summer und zu der E10-Fassung gleichzeitig. Hier ist der Kontakt über die Fassung gegeben. Geht hier zu diesem Stab, mit dem gespielt wird. Und wenn das sich berührt, ist der Stromkreis geschlossen, denn hier geht es zurück zur Batterie. Das ist also das Prinzip eines heißen Drahtes. Total simpel eigentlich zu machen. Und ich glaube, ihr könnt es jetzt sofort und ohne Schwierigkeiten nachbauen. Viel Spaß dabei!